das hinauslaufen. Ich glaube, da brauchen wir großartig keine Markierung setzen. Wir fallen einfach raus. Ja, ich falle, aber ich höre es. Ich so, oh, ich sehe es. Es geht abwärts. Also ich sehe es noch nicht. Ja. Noch. Dann gehen wir Zaki runter, ja. Na toll. Das ist genau unter uns. Oh mein Gott, ein Schlumpf ist gerade an mir vorbeigeflogen. Ja. Ich gehe mal Richtung Halle. Okay. Na toll. Hier sind noch einige. Ja, ein Auto? Ich hoffe, die meisten sind AFK. Auto ist schon mal gut. Bei mir lädt es immer noch. Unglaublich. Oh. Ja, du bist auf jeden Fall schon mal unten. Ja, ist schön. Ich warte. Oh. Jetzt sehe ich. Ich bin an der Halle. Ach, du bist bei mir gerade. Yep. Ja, wo sollte ich sonst sein? Der Schlumpf mit Schwert gehört doch zum Schlumpf ohne. Das ist richtig. Aber mit Mütze. Ich hab schon mal eine Piste hier. Geh mal ins Seitengebäude rein, da habe ich das meiste Glück. Hat jemand auf Schnelle gesehen, wie viele runtergehen? Ja, ist schon ein paar, ja. Rucksack, Weste und eine VSS, okay. Oh. Oh. Das ist wirklich mal, wo ich sage, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann schauen wir doch mal. Oh, hier steht ein Auto, das ist schon mal gut. Und also, ich fühle mich verfolgt vom Titolitchen. Herzlich willkommen in der Community. Also Autos haben wir ein paar, ne? Ja, das ist schon mal ein gut. Auto, also ich fahre. Ich meine, Grafik macht heute nicht so ein... Ich habe hier noch eine M16. Ich bleib hier im Haus, wenn wir Autos haben und Eugene schon anbietet zu fahren. Oh oh. Ja, sollst du etwa fahren? Du weißt doch, wie das wieder endet. Oh oh, ja. Jetzt krieg ich Angst. Ja. Also, das waren zwei. Jetzt haut er ja ab. Wer? Na, Native. Oh, jetzt kannst du. Native kommt nur weiter zu uns. Native, ja. Bauen die hier die Türen aus? Das ist ja. Geil. Was hast du denn jetzt schon wieder gefunden? Jetzt habe ich eine AKM und eine SKS. Okay, also da brauchst du nur noch die Fahne, dann bist du ausgerüstet. Ja, ich brauche nur noch die Zusätze dafür. Aber wo ist jetzt der Ausgang? Ach, da. Kein Kommentar, bitte. Kein Kommentar. Oh, eine Pfanne habe ich. Ein Rucksack oder eine Weste wäre ein Luxus. Weste? Rucksack ist hier in dem Haus mit dem orangenen Dach noch drin, ne? Wollte gerade sagen, Rucksäcke waren hier ein paar. Ja. Also da wir ja Fahrzeug haben, können wir ja hier noch ein bisschen was machen, ne? Ja. Bisschen. Ich gehe mal auf die andere Seite, ja? Ich weiß, wie das klingt. Gehst auf die andere Seite, okay. Dankeschön für den Follow. Jetzt musst du doch den Namen nennen, wir wollen sie auch wissen. Ja, Moment, ich guck grad, warte. Ah, meine Krankenschwester. Meine Krankenschwester, ja. Hier ist noch eine Zweier Weste. In dem Haus, wo ich gerade bin. Und noch ein 1er Rucksack. Hm. Also, ja. Hier ist noch eine 1er Weste. Wo seid ihr denn? Ich bin jetzt gerade zu Hause. Guckst du Karte, weißt ja, du Bescheid. Ja, ich sehe es ja schon, Brauchst du nicht eine Karte? Ach, du bist blind. Hörst du uns nicht schreiben? Das war ja Bodo, das ist da. Ey, du bist eindeutig zu weit. Bolo Visier, okay, besser als nichts. Ach, Aldo ist hier. Aldo ist hier. Hier ist auch noch eine 1er Weste, falls du noch gar keine hast. Nee, ich hab noch gar keine. Ja. Liegt unten vor der also, unten vor der Treppe. Ich hab noch einen Zweier-Rucksack hier bei mir. Hier oben ist noch eine Mikro-Uzi. Und haufenweise Möbel. Muss man ja mal erwähnt wissen. So, war ich da schon? Nee, hier noch nicht. So. Der fährt aber überall mit Auto hin, ne? Naja, irgendwie faul ist er. Ach Quatsch! Das sieht nur so aus.
Hier ist auch noch eine Waffe. Ich habe gerade nicht gesehen, welche. Das ist gut. Ach, eine M16 liegt der noch. Mit Muni. Die Muni brauche ich nämlich auch nicht. Was so. Dann bin ich einfach mal rein. So, ich trinke noch mein Energy. Oh. Ihrer Visier. Kleiner Mitbring. Aber nicht so stark durchgucken, ne? Das ist ja. Nee, warum denn nicht? Ich hab schon Kontaktlinsen. Ja, das könnte ins Kugel gehen, weißt du doch. Ein bisschen. Hm. Oh, ich muss mich mal beeilen. Ich habe mich ja fast halbwegs unerlaubt von der Truppe entfernt. Oh, war ja. Und Moinsen Foxy. Oder Phytox, möchte ich. Ich glaube, ich habe ja Foxy, ja echt mal. Nicht mal lesen kann ich mehr. Ach, in dem Haus bei mir wäre noch ein zweier Rucksack und eine Weste. Als jemand? Ein zweier Rucksack und eine zweier Weste oder? Nee, einser. Achso. Wie weit müssen wir denn? Oh, das geht ja noch. Könnten wir eigentlich gucken, dass wir gleich rüberkommen, ne? Wer ist denn hier bei mir? Ah, Eugene rennt vorbei. Nein, das da hast du dich getäuscht. Das sieht nicht so aus. Wenn ihr einigermaßen ausgerüstet seid, lass uns mal gleich. Ich gehe noch in ein Haus noch mal gucken. Ja, das eine mache ich hier jetzt auch noch. Und, gut, ja, an Pistolenmunition ist das gar nicht mal so schlecht. Eine ordentliche Waffe habe ich ja noch nicht, aber ich habe ja euch bei. Ja, ich habe dir eben gesagt, wo eine Waffe lag. Hier liegt noch eine Thompson. Ja, warte, dann muss ich das mal gucken, wo du bist. Das muss alles viel übergehen. Oh, hier wird geknallt. Ja, da war einer im Haus. Ja. Ich weiß nicht. Okay. Und ich bin genau daneben im Haus. Ja, nur gegenüber. Erster Stock. Ja, ich habe eben keinen gesehen. Ich habe ja die. Er hatte ja fast nichts. Wo ist der hergekommen? Ah, ja. Ich weiß noch nicht mal, warum meine Grafik so scheiße ist. Leute. Wo ist denn der? Der campt da weiter oder was? Wahrscheinlich. Den will ich natürlich jetzt. Ja, natürlich. Oh, hier ist ein Rucksack, gib hier. Ja, ich hatte einen Dreier-Rucksack, dann müsst ihr den töten. Und ein Maschinengewehr. Was, mit was hat er dich denn eliminiert? Ich glaube, das war eine Scar. Okay. Er hatte aber noch keinen Rucksack, keinen Helm, nichts. Okay. Na, jetzt hat er. Aber jetzt, wie gesagt, in welchem Haus ist der? Genau dem, neben mir. In dem, mit dem blauen, mit der blauen Rüstung. Mit der blauen Umrandung, alles klar. Da ist auch sehr viel offen, wenn ich das so sehen kann. Die Zone nähert sich gerade. Ja. Das ist aber sein Nachteil, nicht unser. Wo ist er? Ah, warte, rechts. Jetzt ist er weg. Jetzt seht ihr nicht mehr. Zone kann? Ah, ja. Der müsste oben sein, ne? Irgendwo. Ja. Ja, irgendwo oben. Passt ihr mal auf, dass der nicht rausspringt. Ja, ich bin ja unten. Ich auch. Wir müssen mal gucken, dass er irgendwie das ganze Haus irgendwie ab. Ich bin im Haus, der ist runtergesprungen. Aber wissen wir auf welche Seite? Nee, hier ist er nicht. Oh, Mann! Oh, erschreckt mich nicht. Der ist doch runtergesprungen. Irgendjemand ist runtergesprungen. Das ist das Auto klaut. Das ist nochmal ein guter Hinweis. Nee, vielleicht sollten wir jetzt einfach mal fahren. Dann ist er halt. Weil wenn wir mit dem Auto weg sind, dann hat er Probleme. Weil das schafft er denn sonst nicht. Okay. 1 Uhr. Ja, super. Erstmal hochkommen hier.
Kann es sein, dass er schon früher rausgesprungen ist? Nee, vorher habe ich keine Sprunggeräusche gehört. Ja, aber welch von hinten? Nee, ich war ja drinne. Hm. Ich hätte ihn ja springen gehört, wenigstens. Naja. Oder der hat sich irgendwo hingelegt in der Badewanne, dass man nicht gleich gesehen hat, wer weiß. Oh, schieß mal die Reifen da vorne kaputt. Wenn ich das schaffe? Ja. Mindestens probiert. Naja. Oh, querfeldein. Der war stets bemüht, so war doch der Wortlaut. Ja. Da haben wir ja noch ordentlich was vor uns. Querfeldein und Sprung! Wow. Yeah. Oh, noch einer. Mal eine Runde. Oh. Wo fahren wir denn lang? Im Moment an der Mauer. Ja. Durch die Mauer geht irgendwie nicht. Ja. Die Mauer muss weg. Ja, ist sie ja teilweise. Jetzt einfach die Straße geradeaus und dann kommen wir genau auf die Markierung zu. Vor euch im Haus läuft einer. Ja, ich will erst weiter. Eigentlich wollte ich ja rüber. Eigentlich ja. Na, sind wir ja. Nee, rüber. So weit rüber? Rüber. Ach, unter der Brücke habe ich auch schon mal sehr viel Spaß gehabt hier. Ja. Ja. Oder war es die andere? Nee, ich glaube, es war die. Ja, doch, war die andere. Ja, war die andere. Weiter östlich, ja. Ja, ja. Es ist ja noch weit. Ja. Noch sehr weit. Das ist nicht mal gelogen. Wow, das wird schön. Komm, Anderle. Wow, Baby. Hier hat aber einer Hunger gehabt, die Häuser angeknabbert. Ja. Also ich war das nicht. Gargamel war da. Oh, wow. Ich hasse Ruin. Sind wir jetzt da? Nein. Ach komm. Ja, aber es fühlt sich so wie da an. Machen wir das so. Wenn schon, denn schon. Ab durch Ruin. Aber nicht, dass wir das hier alles ruinieren. Nein. Randale! Ich glaube, das Wortspiel war jetzt so halbwegs greifbar. Menno kann nur Zenobia, leider. Das ist ihr Befehl. Der ist ja auch. Oh, da kommt ein. Da ist ein jemand, Auto, ja. Ein Motorrad. Ja, irgendwo ist ein Motorrad gewesen. Ah, da oben. Oh, hier sind die Türen auf. Hier noch nicht. Was hat er nichts zu sagen? Nein. Muss man erst mal gelernt haben. Ja, natürlich noch praktisch, wenn ich für die Handfeuerwaffe einen Schalldämpfer finde. Es wäre noch praktisch, wenn ich überhaupt ein paar Aussetzer finde. Ich wage mich mal hier rein. Oh, dann probieren wir das doch mal aus jetzt. Oh oh. Wenn der Stumpf das schon sagt, ne? Ja, das ist sehr aussagekräftig. Also ich fand schon vorhin den Satz schwierig, ich kenne da eine Abkürzung. Ist ja schwierig. Ich hätte ein 2er Zielfernrohr übrig für euch. Ich hab einen 4er. Das ist gut. Waren die jetzt wirklich nur in dem einen Haus? Sehr langweilig. Oh, Pfanne ist gesichert. Brechstange. Sowas. Mir ist doch gar nicht schlecht. Zum Brechen.
Da brichst du ja aus, ey. Ja. Montag wieder, auf meinem Kanal. Ja! Mit der Edna, die Wahnsinnige. Borgelbecher. Das war ja Rucksack. Borgelbecher. Borgelbecher? Borgelbecher. Hi, Razor. Einen wunderschönen wünsche ich dir. Energy und Schmerzmittel. Also, Phytox, wir sagen eigentlich auch an, wenn wir was Wichtiges finden, aber die meisten sind halt eigentlich schon recht gut ausgerüstet, nehme ich mal an. Also, das Einzige, was mir immer noch fehlt, ist ein Helm. Weil Leute hier machen. Nicht Helm tragen, ne? Oh nein, yay. Oh, Zone kommt. Echt schon? Ja. Wie weit müssen wir denn? Und das geht ja noch. Ja, dann lass uns mal zum Auto. Wo haben wir es eigentlich abgestellt? Oben bei den drei Häusern. Ach komm, kletter hoch. Einmal durchs Unterholz. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir geparkt haben. Bin aber auch gleich da. Ja. Warte einen Augenblick. Bin drin. Ja, ich habe sowieso noch meine Tabletten genommen. Ja, habe ich auch schon gemacht. Oh, Nebel. Ja. Der Nebel des Grauens. Wow, wow, wow. Wir sind auf allen vier Gesetzen, hat er keinen Kopf. Wow. Ich lebe noch. 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 Ja. Ist es jetzt noch was? Wie weit ist denn die nächste Zone? Yeah. Ja, fahr mal noch ein bisschen. Hinter Polnik, wenn ich so. Oder Podolnik? Ja. Puschinski oder was? Puschinski, oh. Ja, ist klar. Kann das durch den Strich, der da durchgeht, schwer erkennen. Ja. Dann fahren wir mal gleich da dran vorbei. Ach, die Großstadt ist nicht so für dich, ne? Nein. Da ist mir aber zu viel los. Wollen wir uns mal die Scheune angucken? Oder erstmal gucken, ob überhaupt was ist? Nö, erstmal durch. Also zu war alles, aber wie gesagt, das sagt ja nicht viel aus. Genau. Hier können wir uns abstellen. Wow, schön, okay, Battle! So, heilt euch hoch, ne? Naja, ich bin gerade dabei. Wer keine Medipacks hat, sagt Bescheid. Ein paar Minuten. Eins. Ich habe 6 Stück anstecken. Warte. So, jetzt habe ich noch eins auf Reserve. Wir haben noch 2 fallen lassen. Naja, ich habe mich gerade hochgeheilt, deswegen ist das okay. Ich glaube, die können sich da nicht leiden, kann das sein? Oh, ich will auf jeden Fall in die Nein. Richtung. Die haben sich einfach lieb. Ach so. Die haben sich richtig lieb. Aber auf jeden Fall. Ist schon wieder Neujahrsfest? Erdwort bei 2.10. Okay, ja. Okay, wer geht jetzt holen? Ach nee, das war ein falsches Spiel. Ja. Das hört sich so nah an, ne? Ja. Und ist doch so fern. Ja, der Hall trägt ja auch so weit. Oh. Hoi, das war eine Fahrzeugexplosion. Ja. Das scheint auch aus dem Haus raus und ja. Für die nächste Zone haben wir gar keine so schlechte Position, glaube ich. Mhm. Wir brauchen nicht weit. Hoffe ich. Hoffe. Hoffe ich. Ich würde mich da. Der Fahrzeughalle hat es auf einen zerlegt. Ich würde mich da gerne
einmischen, aber ich weiß nicht, wo die sind. Ich würde schätzen, die sind in dem vorderen Haus. Schon allein wegen der Schutzbahn. Wäre jetzt die Vermutung wert. Aber die müssen eh gleich raus. Ich höre was von hier hinter uns. Hört gerade an auf Dr. Metz zu. Ja. Wo will er hin? Oh. Ah, da hinten. 485. 285. Okay, da ist ein Baum vor mir. Ja, jetzt ist auch das Sichtfeld so ein bisschen blöd. Ja. Ja, der fährt jetzt halt ein Auto. Wo ist die Zone? Ach, so weit ist sie ja. Nee, die ist ziemlich nah. Das geht noch, ja. Müssen bloß gucken, dass wir vernünftig an den Häusern da vorbeikommen. Ja. Boah. Ah. Wir werden jetzt schon irgendwie überleben müssen. Müssen, genau. Nachladen ist mal eine richtig gute Idee. Danke dir, Vitox. Das vergisst man immer mal schnell. Also ab und zu mal, wa? Ja, das habe ich mir bei 7 Days aber auch mal angewöhnt und auch schon lange nicht mehr so gehandhabt. Ne? Also rüber Richtung Berg. Oder wollt ihr durch die Häuser? Also ich bin jetzt schon, bin ich ja schon am Haus. Ja. Also können wir auch da durch. Ja, sag mal so, sieht eigentlich alles recht verschlossen aus. Ja, ja, ich bin ja schon drin. Dann haben wir so mal ein bisschen Lebensmühle. Ach, Handgranate, schön! Und noch ein Energy. Oh ja, das geht. Dann kann man da. Ja, Energy ist nicht schlecht. So. Ich guck erstmal hier, ob oben noch eine Kopfbedeckung rumliegt. Hier bei mir. Ich guck gerade noch in ein anderes Haus rein. Leider nur Einser und. Ich habe auch nur ein Einser. Oh, ich habe hier Medikit gefunden, sehr schön. Kommt ein Auto? Naja, höre ich. Die scheint es aber etwas eiliger zu haben. Naja, weil die Häuser hier auch eine Zone ist. Ja. Oh, der Erdrop ist nicht weit. Muss nach oben. Airdrop ist bei 165, aber nicht weit. Mitten auf dem Feld. Okay. Deswegen hätte ich jetzt auch gesagt, wir hätten besser auf den Berg gehen können. Da ist noch richtig Action. Oh. Zone. Ja. Oh, Gedicht. Ja, ich warte gerade noch auf Rundenende, glaube ich. Ist ja nicht mehr lang, sind nur noch 20. Oh, jetzt wollten wir kuscheln, ja? Ja. Das ist schon soweit, ja? Kein Kommentar. Oh, da oben läuft einer. Bei 250 auf dem Berg. So. Wenigstens. Baum. Ich habe nur kurz gesehen. Oh. Ich hab geschossen. Oh, ja. Ja, von oben, vom Berg wahrscheinlich. Ja, von 265. Wow. Ich stehe zwischen den Bäumen. Ja, ich bin. Mal gucken, kann ich mich zur Seite. Ich bin weg. Oh. Na, das könnte knapp werden. Rette komm, dich hier an der Seite, hier an der Seite, hier an der Seite, hier an der Seite, hier an der Seite. Das wird sehr, sehr knapp. Wobei, sobald du hier anfängst mit dem Wiederbeleben, schrumpft ja der. Gott sei Dank nicht mehr. Aber ich werde mich mal gleich mal noch der plastische Mitglied fressen. Oi. Achtung, Gobe. Ja. Jetzt ballern sie auf euch.
Mein Problem ist, ich muss mich erstmal ein bisschen hochreiben, bevor ich mich da. Ach komm! Hat sich erledigt. Mit einer Umpe. Mit einer Umpe auf die Entfernung. Und er trifft jeden Schuss, ey, bitte. Unglaublich, wa? Ey. Das gucke ich mir an. Na, was für eine Situation. Nee. Haben wir jetzt nee. Gewonnen? Den kann ich gleich, den kann ich gleich benachrichtigen. Den melde ich gleich. Der hat kein bisschen Rückstoß gehabt. Okay. Ich habe gedacht, der macht mit Einzelschuss, aber nee. Aldur mit guten Freunden heute auf Tour. Danach geht es Flachs zur Kur. Oh ja, die brauche ich dann auch. Ja, das Schlumpfenteam ist klasse. Die Gegner fallen um in Masse. Ja, das kommt noch. So geht es weiter. Noch und nöcher. In Aldur schießt man Kugelnöcher. Aua, ja. Doch hat sein Team den Tag gerettet. Tja, wer hätte das gewettet? Sehr gut. Aha, haben wir das? Dann ist ja gut. Hab mich schon Sorgen gemacht. So, dann haben wir PUBG-Regel Nummer 14. Wirft's statt der Granate durch den Stift, ist das für den Stream wohl Gift. Das ist gut, das ist gut. Ja, der ist wirklich gut gelungen. Ah, okay, das war die Anfangsrunde, ne? Ja, zum Aufwärmen, ne? Ja,